Öffne deine Augen, Harkin. Du bist gekommen, um durch die Hand eines Gottes zu sterben. Warum mich bekämpfen? Ich kann dich so viel lehren, dir die Ewigkeit zeigen. Dein erster Kampf war nur deine Einführung. Dieser Fürst hat nicht damit gerechnet, dass du ihm gewachsen bist. Wo bist du? Zeig dich! Einige Zeit später tratest du diesem hier auf dem Schlachtfeld entgegen. Du bekämpfst die Roga, weil du sie als deine Feinde siehst. Du erkennst ihr wahres Wesen nicht, ihre wahre Bestimmung, ihre wahre Herrlichkeit. Ich bin nicht zum Reden hergekommen! Du hast auch diesen Herrscher besiegt und seine Untergebenen. Sieh dich an, Harkin. Du bist ein Außenseiter, ein Ausgestoßener. Du wurdest eingesperrt, gebrandmarkt, vergessen. Du ähnelst den Roga mehr, als du zugeben willst. Ich spüre deine Wut. Du hast um dich geschlagen. Du warst wild und mörderisch. Du bist wie die Roga. Für dich gibt es keinen Platz in dieser Welt. Komm endlich und kämpfe! Du hast die Angriffe aller Herrscher abgewehrt. Höchst beeindruckend. Sind keine Monster. Sie sind der Menschenschöpfung. Die Söhne der Menschen. Sie sind Ausgeburten eures Zorns, eurer Angst und eurer Schande. Sie sind keine Dämonen, Harkin. Sie sind Spiegelbilder. Sie zeigen den Menschen ein Abbild ihrer selbst. Du lügst! Du kämpftest mit jedem Wesen, welches deinen Weg kreuzte. Du erschlugst selbst den letzten Herrscher, der den Angriff auf die Zitadelle anführte. Antanas sagt, er werde das Böse aus den Menschen austreiben. So spricht ein Kind. Wie vermagst du denn Tag und Nacht zu trennen? Oder Leben und Tod? Das Gute kann ohne das Böse nicht sein. Du verdrehst Worte, bis alles klingt, wie du es willst! Sodann trugst du den Kampf vor meine Tore, als du meinen letzten Wächter bezwangst. Deine Gewalt nährt diesen Krieg, kleiner Bruder. Antanas hat das Gleichgewicht der Welt zerstört und so Chaos geschaffen. In seinem Versuch, dem, was er das Böse nennt, ein Ende zu setzen, entfesselte er die Roga. Erkennst du das nicht? Mit jedem Kampf werden die Roga stärker. Dieser Krieg wird nur zu deinem Tod und deiner Vernichtung führen. Ist es das, was du wirklich willst? Antanas hat in eine Welt eingegriffen, die er niemals verstehen kann. Und er wird euch alle vernichten, wenn ihn niemand aufhält. Ich werde niemals aufgeben! Dein wahrer Gegner ist Antanas. Er fürchtet das, was er nicht begreift, was er nicht kontrollieren kann. Er sieht herab auf Menschen wie dich, mit ihren Leidenschaften und Hoffnungen und Träumen, und sieht euch als makelbehaftet und gebrochen, als Sünder, die erlöst werden müssen. Er ist von Hass erfüllt, wenn er von Liebe erfüllt sein sollte. Antanas glaubt, mit nahezu göttlicher Macht herrschen zu können, doch er ist fehlbar wie jeder Sterbliche. Warum dienst du einem Menschen, der dich hasst? Ein Mann,
Mann, der dich für den Rest deiner Tage in einem Verlies hätte dahinsiechen lassen? Die Welt steht in Flammen. Antanas kann sie nicht retten. Kein Mensch kann das. Nur ein Gott. Antanas Stolz und zerstörerischer Geist haben mich geweckt. Zurück in diese Welt geholt. Du brauchst mich, Harkin. Die gesamte Menschheit braucht mich jetzt. Lass mich euch helfen. Sieh dir Antanas an. Erkenne sein wahres Gesicht. Lass nicht zu, dass er dich vernichtet. Du hast Kraft aus deinen Gegnern gezogen. Du hast sie dir einverleibt. Du bist jetzt wie sie. Ich werde dir einen Ausweg zeigen. Ich werde dir ein Geschenk geben, mit dem du mir Antanas Seele geben kannst. Mit diesem Geschenk kannst du das Gleichgewicht und den Frieden wiederherstellen. Du hast die Wahl, Harkin. Caslo, bist du das wirklich? Hallo, Harkin. Was hat das zu bedeuten? Bist du Adir? Nein, Harkin. Ich bin kein Gott. Aber ich bin auch nicht der Mann, für den du mich hältst. Dann sag mir, wer du bist! Das Universum braucht ein Gleichgewicht. Ich bin der Wächter dieses Gleichgewichts. Ich bin kein Diener Antanas oder Adirs. Ich bin der wahre Richter. Du hast mich in diesen Kampf mit reingezogen und es hat noch mehr Gewalt und Chaos gegeben. Warum? Die Gewalttätigkeit deines Wesens gleicht den Roga. Ohne dich waren Antanas Truppen hoffnungslos unterlegen. Die Roga-Herrscher hätten sie alle mühelos vernichtet. Von dieser Welt wäre nicht viel geblieben. Was ist das für eine Rune, die Adir mir gegeben hat? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es solch eine Rune gibt. Adir hat dir ein Werkzeug gegeben, mit dem du ihm Antanas Seele liefern kannst. Es liegt an dir, was du damit machst. Wo ist Adir? Warum hat er nicht gekämpft? Vor tausenden von Jahren ist Adir auf dem Schlachtfeld erschienen. Dort haben wir ihn bezwungen. Er hat seine Lektion gelernt. Es gibt mehr als einen Weg, einen Krieg zu gewinnen. Adir hat sein Schwert nicht gegen dich erhoben. Doch er hat dir eine Wahl geboten. Dann bin ich der Spielball von einem verrückten Nachfahren der Richter und einem rachsüchtigen Gott. Wem soll ich glauben? Mann oder Gott? Ist das Rätsel? Wem glaubst du? Und was geschieht jetzt? Das liegt ganz bei dir, Harkin. Kehre in die Zitadelle zurück. Geh zu Antanas. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. An dieser Stelle trennen sich unsere Wege, Harkin. Ich kann dich nicht länger leiten. Bedenke dies, Harkin. Du bist in Finsternis und Verzweiflung gefallen und zur Erlösung emporgestiegen. Du weißt, dass selbst fehlbare und gebrochene Männer und Frauen sich aufs Neue beweisen können. Geh in dich, Harkin. Triff diese Entscheidung selbst. Das Gleichgewicht der Welt liegt jetzt in deinen Händen.